Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bookopolis. Und auch heute habe ich wieder für euch eine Rezension, denn ich habe jetzt ein paar Rezensionsexemplare beenden können und möchte die natürlich direkt abdrehen und den Verlagen zuschicken, damit die auch nicht so lange darauf warten müssen. Und heute bekommt ihr eine lang ersehnte bzw. eine lang versprochene Rezension und dieses Buch ist auch schon einige Monate bei mir auf dem Sub und ich konnte mich die ganze Zeit nicht durchringen, es zu lesen. Wer mich verfolgt, meine Vlogs, meine Currently Readings sieht, weiß auch wahrscheinlich schon, um welches Buch es sich handelt. Eigentlich wisst ihr es alle, denn ich habe es wahrscheinlich in den Titel geschrieben. Aber wir sprechen heute über Die Tochter der Zarin von Ellen Elveston. Ich habe es endlich geschafft, dieses Buch zu beenden. Wow, Gratulation, Christine, einmal Applaus für mich. Es hat sehr lange gedauert. Ich möchte nicht sagen, dass es am Buch gelegen hat, aber ich glaube, es hat zum Teil am Buch gelegen. Zum einen hatte ich nicht die Stimmung unbedingt momentan auf diese Geschichte, aber dadurch, dass es ein Rezensionsexemplar war, musste ich es natürlich ganz, ganz bald lesen und habe mich da so ein bisschen auch unter Druck gesetzt. Ja, Die Tochter der Zarin. Nachdem ich Die Zarin gelesen habe, war ich total begeistert von dem Schreibstil und davon, die russische Geschichte, zumindest die Romanows, also die Zarengeschichte in Russland, kennenzulernen. Denn ich persönlich, obwohl ich, meine bzw. Vorfahren in diesem Land habe, habe ich nie Geschichten, bzw. in Deutschland wird ja nicht wirklich viel, bzw. eigentlich glaube ich sogar gar nicht im Geschichtsunterricht über die russische Geschichte gesprochen, was ich unglaublich schade finde. Also jetzt nicht nur auf die russische Geschichte bezogen, sondern allgemein Geschichte der Welt. Man hätte zumindest vielleicht das ein oder andere anreißen können, aber darum geht es ja nicht. Deswegen war ich so neugierig auch auf den zweiten Band. Was ihr vielleicht schon sehen könnt, dieser Titel, der war mal golden. Das ist schon mal so ein kleines Manko. Ich finde das schade, dass das sich so abfärbt. Aber das ist halt auch anders nicht machbar, wenn man das Buch in die Hand nimmt und es tatsächlich lesen möchte. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Minuspunkt, was ich auf meine Sternebewertung aber nicht bezogen habe. Denn es geht ja um die Geschichte und nicht um das Cover. Mir hat hier wieder der Schreibstil von Ellen Elveston sehr gut gefallen, denn sie gibt diesen Menschen, die wir nicht kennen und die man normalerweise in sehr biografisch und sehr theoretisch kennenlernt, tatsächlich Charakter. Also wir haben hier nicht ganz einfach eine Biografie, wie wir das in vielen geschichtlichen Büchern oder im Internet recherchieren können, sondern wir haben hier tatsächlich Elisabeth, aus deren Sicht wir lesen, beziehungsweise ich glaube, es ist die dritte Perspektive, aber wir begleiten Elisabeth, die Tochter von Katharina der Ersten, die mit Peter dem Großen verheiratet war und die erste Zarin Russlands war, auch wenn es nur für eine kurze Zeit war. Und Elisabeth ist eine ihrer Töchter und wir begleiten ihren Weg an den Thron. Wer sich ein bisschen mit der russischen Geschichte auskennt oder zumindest mal so sich einen Stammbaum angesehen hat, wir haben hier drin auch einen drin, das ich sehr, sehr interessant finde und worauf ich immer wieder zurückgegriffen habe während des Lesens. Der weiß, dass zwischen Katharina der Ersten und Elisabeths Regentschaft sehr viel Zeit vergangen ist. Und diese, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre waren es, ich gucke gleich mal nach, so um die 14 Jahre. Und in diesen 14 Jahren ist in Russland sehr, sehr viel passiert. Und es gibt auch einen bestimmten Begriff für diese Zeit in Russland, den ich beim besten Willen nicht auswendig kenne. Aber ich gucke mal, ob ich den Begriff jetzt auf Anhieb finde. Hier steht, unter einer Jahrzehnt deutscher Regierung, die im russischen Volksmund auch als Zeitalter der Bironowtschina, okay, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Also es wird von einer nicht so guten Zeit gesprochen, da Deutsche in Russland regiert haben sozusagen. Wir begleiten hier Elisabeth von ihrer Jugend auf, wie sie mit ihrer Schwester gemeinsam Abenteuer erlebt und eines Tages treffen sie auf einen Leshe, ich weiß nicht, ein Zauberer, ein Magier, ich weiß nicht, was für eine Art Wesen, Mensch das ist, den sie antreffen und der ihnen so ein wenig die Zukunft vorhersagt. Und dadurch, dass sie diese Dienst nicht bezahlen können, verflucht er die Romanows. Und ich glaube, dass das so die Theorie für diesen Romanows-Fluch ist, dass die nicht lange leben. Und wer sich so ein bisschen die Geschichte anguckt, sieht auch, dass die tatsächlich alle relativ jung sterben und dass da tatsächlich sowas wie ein Fluch auf der Familie liegt.
Die meisten kennen zumindest mal die Geschichte von Anastasia und die, ich weiß gar nicht, das ist keine Disney-Verfilmung, sondern von einem anderen Filmstudio. Die wissen ganz genau, von welchem Fluch ich spreche, und der hat sich anscheinend schon einige Generationen vorher gezogen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Fluch war. Damals war die medizinische Versorgung natürlich nicht sehr gut und davon bekommen wir sehr viel mit. Was mich, glaube ich, bei diesem Buch so ein bisschen gestört hat, ist, dass wir hier sehr viele langatmige Kapitel haben, also wo gefühlt nicht viel passiert. Hier ist gefühlt jeder, also die ganze Zeit irgendjemand krank und irgendjemand kämpft ums Überleben, und das bekommen wir mit. Ich weiß nicht, ob man sich das nicht vielleicht auch einfach sparen konnte. Also worauf ich hinaus will, auch wenn das für mich sehr langatmig war und in dem Fall nicht interessant war, weiß ich nicht, ob es nicht falsch wäre, diese Sachen nicht zu erwähnen. Deswegen bin ich in so einem Zwiespalt momentan mit der Bewertung. Ich finde das Buch wieder ziemlich, ziemlich gut, und ich glaube, es lag einfach auch tatsächlich daran, dass ich so lange gebraucht habe, es zu lesen, aber nicht daran, dass das Buch tatsächlich schlecht ist. Ich finde, Alan Erbstein hat hier wieder Recherche betrieben, die richtig gut war. Einige Sachen sind natürlich nicht eins zu eins übernommen worden, um einfach vielleicht auch die Spannung der Geschichte zu halten und einfach auch nicht zu viele Charaktere reinzubringen, denn wir haben hier schon sehr, sehr viele Charaktere, die eine wichtige Rolle spielen. Und Alan Erbstein hat dann trotzdem anschließend noch am Ende der Geschichte so historische Anmerkungen. Und da werden nochmal gewisse Charaktere und Dinge, die sie so ein wenig verändert hat, nochmal in ihrer Richtigkeit nochmal erwähnt, wie das dann tatsächlich war. Und das fand ich auch sehr gut, dass das von ihr am Ende nochmal so ein bisschen aufgeklärt wurde. Also da konnte man dann nochmal zu manchen Situationen in diesem Buch nochmal zurück und wie das dann tatsächlich war. Es ist schon sehr, sehr ähnlich und es ist auf keinen Fall alles ausgedacht. Das Einzige, was man halt natürlich heute nicht mehr ganz nacherzählen kann, ist, wie die Charaktere sich gefühlt haben. Es ist nur eine Vermutung, der man nachgehen kann, und dementsprechend es ist halt ein Roman, es ist keine richtige Biografie. Aber wen die russische Geschichte interessiert, dem kann ich diese Reihe auf jeden Fall ans Herz legen, beginnend mit der Zarin. Man kann aber auch die Tochter der Zarin unabhängig lesen, wenn man jetzt zum Beispiel die Geschichte von Katharina der Ersten gar nicht wirklich mitbekommen möchte. Die wird so ein wenig angerissen, immer mal wieder, denn Elisabeth nimmt öfter mal Bezug auf ihren Vater und auf ihre Mutter. Und deswegen muss man nicht unbedingt vorher die Zarin gelesen haben, aber es macht dennoch Spaß. Also man bekommt dann wirklich diese chronologische Reihenfolge, und Katharina die Erste, ihre Geschichte ist auch super, super interessant. Was mir hier aber sehr gut gefallen hat und vielleicht den ein oder anderen von euch interessieren wird, wir haben hier im Königshof sehr viele Intrigen. Elisabeth wird mit ihrer mit ihrem Thron, mit ihrem Erbe so oft hintergangen, und es ist wirklich ständig ein Kämpfen mit Kämpfen ums Überleben für Elisabeth, obwohl sie eigentlich eine Zarewna, also eine die Tochter des Zaren ist, und der Zarin wird dennoch oft ihr Erbe abgesprochen, denn es gibt da so ein paar Leute in der Regierung, die einfach nur auf den Moment des Todes von Peter den Großen und der Zarin gewartet haben, um selber an die Macht zu kommen und sich ihre eigenen Leute dahin zu stellen. Dementsprechend haben hier sehr viele Intrigen und Machenschaften, die super, super interessant waren. Das Einzige, was mich wirklich hier gestört hat, ist, dass es einige Szenen gab, die relativ langatmig waren und sehr umschweifend erzählt waren, wo ich mir dann gedacht habe, ja komm, wir können hier eigentlich mehr zum Punkt kommen. Und deswegen gebe ich dem Buch 4 Sterne. Ich gebe dem Buch 4 Sterne, weil ich die Geschichte trotzdem sehr interessant fand, sehr gut fand. Und ich finde die Umsetzung dieser Geschichte sehr, sehr gut. Und dass wir hier tatsächlich keine reine Biografie haben, sondern einen Roman, in dem wir auch die Gefühle der Protagonisten, also in dem einfach die ganzen Charaktere hier auch tatsächlich einen Charakter bekommen. Also nicht nur ein Bild, ein zweidimensionales Bild im Internet oder in einem Lexikon sind, sondern dass wir hier tatsächlich geformte Charaktere haben. Und das fand ich super interessant und das hat mir super viel Spaß gemacht, das zu lesen. Denn wenn ich dann mal drin war, dann sind auch mal so 50, 80 Seiten am Stück geflogen. Dann war das auch richtig gut. Es gab dann halt immer wieder, und an diesen Punkten habe ich dann auch jedes Mal das Buch zur Seite gelegt und konnte mich nicht überwinden, es wieder in die Hand zu nehmen. Diese einzelnen Momente, die so ein bisschen träge waren. Aber wer darüber hinwegsehen kann und wer sich, wie gesagt,
für die russische Geschichte, die Zarengeschichte interessiert, dann sind das wirklich sehr, sehr interessante Bücher. Und das ist eine Art von, also es ist viel leichter, die Geschichte so kennenzulernen, auch wenn jetzt nicht alles eins zu eins ist, aber es macht neugierig auf mehr. Es macht neugierig auf, okay, ich will wissen, wie war es jetzt tatsächlich alles so, wurden ein paar Sachen dazu gedacht. Und somit kam auch ich jedes Mal beim ersten Band, beim zweiten Band genauso in diesen Wahn von, ich will jetzt recherchieren, ich will gucken, was hat Ellen Epstein tatsächlich übernommen, was hat sie sich dazu gedichtet. Und also ihre Arbeit hier ist wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die paar Sachen, die sie da so ein bisschen verändert hat, teilweise Namen, die sie ein bisschen verändert hat oder zwei Charaktere, die sie in einen geschmolzen hat, das erwähnt sie aber hinten in diesen historischen Anmerkungen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen kann ich diese Geschichte euch auf jeden Fall, beziehungsweise diese Art von Biografie auf jeden Fall empfehlen. So, ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Rezension unterhalten und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr persönlich Interesse an der russischen Geschichte habt, an der Zarengeschichte oder ob ihr vielleicht auch schon vorher die Geschichte kanntet oder ob es euch eigentlich irgendwie gar nicht interessiert. Das kann ja auch gut sein und ist ja auch das Recht eines jeden Menschen. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss.